Lasst uns einen kurzen Blick auf das neue Tomb Raider werfen. In diesem Video gibt es nur Szenen aus den ersten 1 bis 2 Stunden. Es wird also nur vom Anfang ein bisschen gespoilert. Wir spielen die 360-Version und während der Installation können wir uns ja mal das Handbuch zu Gemüte führen. Aha. Okay. Puh, von dem vielen Lesen bin ich ganz müde geworden. Wird Zeit, dass wir loslegen. Das Abenteuer beginnt mit der Sequenz, die schon vor einiger Zeit veröffentlicht wurde. Dieses vorgerenderte Animationsvideo stammt übrigens von den gleichen Leuten, die normalerweise die Zwischensequenzen für Final Fantasy machen. Es dürfte für Crystal Dynamics sehr schwer gewesen sein, an diese hohe Qualität nahtlos mit der Game Engine anzuknüpfen. Doch wie ihr seht, haben sie es geschafft. Von der ersten Sekunde an wird uns klar gemacht, dass wir von der Inszenierung her ganz großes Kino erwarten dürfen. Das ist wirklich packend und mitreißend in Szene gesetzt. Ohne Frage oberste Liga. Hier erhalten wir zum ersten Mal die Kontrolle über die junge Lara. Und unsere erste Aktion bereitet ihr direkt Schmerzen. Auweia, das arme Ding. Und es wird nicht besser, denn schmutzig wie wir sind, quetschen wir uns durch die Höhle, fackeln hier und da was ab, um uns den Weg frei zu sprengen und müssen uns dann auch noch mit einem Quicktime-Event gegen einen Dude zur Wehr setzen, der die geschundene Lara gerne näher kennenlernen möchte, als uns lieb ist. In der Szene kurz darauf, die ich mal in Zeitlupe abspiele, kann man sehr schön erkennen, wie unglaublich viel Mühe Crystal Dynamics sich dabei gegeben hat, Lara in die Umgebung zu integrieren. Sie fasst den Balken an, um ins Wasser zu gehen, die Flamme der Fackel bricht an der Decke und Lara glotzt nicht einfach stumpf nach vorne, sondern schaut mit ängstlichem Gesichtsausdruck zurück. Es ist wirklich super animiert und muss sich hinter dem großen Vorbild Uncharted nicht verstecken. Schon bald erreichen wir eine Höhle, wo uns das erste Rätsel erwartet. Das da muss angezündet werden, aber das Feuer ist hinter dem Wasserfall. Ich bin nicht so der Rätselfreund, ehrlich gesagt. Ich schalte mein Hirn beim Zocken nur ungern ein. Deshalb zünde ich erstmal irgendwas an und gucke dann, was passiert. Ohne so recht zu wissen, warum stoße ich hier gegen. Nichts passiert. Scheint zu klemmen. Mit dem Instinkt schaue ich mich um. Aha, da kann man noch was anzünden. Warum also nicht? Schließlich springe ich hier rauf und... Na, was für ein Glück, das passt ja perfekt. Deshalb kann man das anrempeln. Jetzt macht alles Sinn. Es folgt wieder die meisterhafte Inszenierung. Die Entwickler halten uns das Licht vor Augen, nur um uns dann noch tiefer in den Schlamassel zu schicken. Wobei die Animationen hier teilweise aussehen, als seien sie direkt aus Uncharted gerippt worden, was natürlich als Lob zu verstehen ist. Und da ist auch schon der zweite Annäherungsversuch, den wir gekonnt mit Wow, Y? Seit wann muss man hier Y drücken? Wie schön, unser erster Tod. Ein fair gesetzter Rücksetzpunkt lässt es uns gleich nochmal versuchen. Die nächsten Probleme kriegen wir hier. So kurz vom Ziel. Ich habe den eingeblendeten Analogstick übersehen und denke nur so, hä? Und jetzt? Tja. Ordentlich durchgeschüttelt treten wir schließlich ins Freie. Meine Güte, was für ein Auftakt! Jetzt ist endlich die Zeit, mal kurz durchzuatmen und mir wird klar, dass ich überhaupt nicht weiß, warum Lara überhaupt auf diesem Schiff war und wer diese ganzen anderen Typen sind. Lara selbst ist zwar schmutzig und erschöpft, aber so wunderhübsch wie niemals zuvor. Die arme, arme Lara. Während ich mich dumm verhalte und nicht checke, dass da links ein Pfad ist, auf dem es weitergeht, können wir uns ja mal überlegen, wie genial es vom Publisher Square Enix war, das Ding jetzt im März rauszubringen. Der Frühling kommt, es beginnt die Paarungszeit, wir Männer sind alle in der Brunft und dann schicken die uns dieses wunderschöne, hilflose Mädel vorbei. Einfach gutes Timing. Wobei man vielleicht einschränken muss, so hilflos ist die gar nicht. Denn allein hier, also ganz ehrlich, wenn ich da drüber müsste, ich würde mich auf den Boden setzen und weinen, einen auf den. Und wenn ich da wirklich drüber ginge, dann würde ich mich ganz schäbig dran entlangklammern, wie so ein Faultier. Aber ganz bestimmt würde ich nicht abziehen, was die da macht. Auf keinsten. Oder der Stunt hier. Ich meine, ist die denn von allen guten Geistern verlassen?
Was mir wieder richtig gut gefällt, ist, wie sie hier an den Felsen greift. Dadurch bekommt man das Gefühl, in Form von Lara wirklich ein Teil dieser Welt zu sein, anstatt einfach nur stumpf durch Level zu laufen. Dazu die Kulisse, die Wettereffekte, die Abwesenheit ihrer Freunde, ihre Ungeschicklichkeit und man denkt sich einfach nur, wie verflucht ungemütlich das hier ist. Zitternd und mit letzter Kraft entzündet sie ein Lagerfeuer und wir erfahren anhand eines Videos etwas mehr über die Hintergründe dieser Reise. Wir sind wohl mit einem Forscher und einem Kamerateam auf Entdeckungsreise. Also wenn das wirklich eine professionelle Dokumentation werden soll, dann habe ich zwei Vorschläge für diese Leute. Entweder neuer Kameramann oder benutzt ein Stativ. Mit diesem Gewackel werdet ihr definitiv niemanden vom Hocker hauen. Ich muss leider sagen, dass die nicht wirklich interessant wirken. Ich wittere hier eher Stereotypografie. Für Lara bricht schließlich ein neuer Tag an und wir müssen Nahrung finden. Der Typ da wird seinen Bogen nicht mehr brauchen, also nehmen wir ihn gewohnt geschickt an uns. Jetzt sollen wir diesen Hirsch erlegen. Auch wenn ich Wild für eine äußerst leckere Mahlzeit halte, so muss ich dennoch zugeben, dass ich an ihrer Stelle wahrscheinlich eher nach Beeren gesucht hätte oder mich im Notfall von Baumrinde ernährt hätte, als so einen Hirsch umzunieten. Doch Lara kennt da nix, obwohl man sich alle Mühe gibt, uns weiß zu machen, dass es ihr sehr schwer fällt. Zurück im Lager erhalten wir unser erstes Fähigkeiten-Upgrade. Allgemein dürfen wir die Insel auch abseits der Storypfade erkunden und dort mehr Zeug finden, um uns aufzurüsten. Allerdings denke ich nicht, dass man alle Fähigkeiten maximieren muss, um das Spiel abzuschließen. Gesättigt setzen wir unser Abenteuer fort. Hier unten kommen wir an eine verschlossene Tür und um die zu öffnen, holen wir ein Werkzeug aus dem Nachbarraum, um sie aufzubrechen. An dieser Stelle dürften Fans der ersten Teile etwas enttäuscht sein, denn sie wären gerne noch durch ein Labyrinth aus Gängen geirrt, um einen Hebel zu finden, der einen Gang öffnet, wo man einen Schlüssel findet, mit dem man dann diese Tür hier öffnen kann, nachdem man sich auf dem Rückweg im Labyrinth verlaufen hat. Tja, das geht jetzt alles etwas schneller und man kann sein Hirn getrost im Standby-Modus lassen. Ich möchte euch den weiteren Verlauf der Story nicht spoilern, deshalb überspringen wir ein paar wirklich toll gemachte Zwischensequenzen bis zu dieser Stelle hier, wo wir ein Tor öffnen, aber unser Werkzeug nicht ausreicht. Deshalb müssen wir Zeug sammeln gehen, uns dabei gegen Wölfe wehren und das Werkzeug schließlich upgraden. Dann klappt's auch mit dem Tor. Die Schleicheinlage, die bald kommt, ist eigentlich ein Witz, wenn man sich nicht total bescheuert anstellt wie ich. Ich dachte immer, man muss die Fesseln aufbrennen, dabei muss man einfach nur da durchrennen. Also wer keinen Bock auf Schleichen hat, sollte sich von der Passage nicht abschrecken lassen. Die ist nach 2 Minuten vorbei. Naja, bei mir sind es halt 10. Achtet jetzt mal auf die linke Hand von dem Typen da. Waffe? Keine Waffe. Nochmal zurück. Waffe? Keine Waffe. Das nennt man Kontinuitätsfehler und als Filmemacher merkt man das natürlich. Jetzt verliebt er sich in Lara und was er noch nicht weiß ist, dass er der erste Mensch sein wird, der sich damit rühmen darf, von Lara erschossen zu werden. Auch diese dramatische Sequenz möchte ich an dieser Stelle nicht spoilern, obwohl sie recht früh im Spiel kommt. Schon kurz darauf morden wir uns fröhlich durch die Massen und Lara stellt fest, dass sie der von Natur aus geborene Killer ist. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Diese Spielmechanik wird neben kleineren Rätseln und Jump'n'Run bzw. Quicktime-Passagen den Hauptteil des Spielgeschehens ausmachen. Lara geht automatisch in Deckung, regeneriert ihre Gesundheit und beweist von Anfang an eine extrem ruhige Hand beim Zielen. Wie gesagt, stammen alle Szenen dieses Videos aus den ersten 1 bis 2 Stunden und wenn man bedenkt, was da schon alles abging, dann macht man mit diesem Spiel meiner Meinung nach wirklich nichts falsch. Deshalb mein Tipp, legt es euch zu, erwartet ein actiongeladenes, hervorragend inszeniertes Abenteuer und schreibt uns eure Meinung zum Spiel auf korsel.com. Ich bin Stevie, verabschiede mich und zock das jetzt mal weiter.